Hier ist der Kleine. Schaut euch den kleinen Süßen mal an. Ja. Jarosch. Skoskala, ne? Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute gibt es ein neues Video. Und zwar ist es ein besonderes Video. Und zwar werden wir heute diese Kisten öffnen. Die nennen sich Regal Chests, glaube ich. Moment, wo haben wir sie? Wir haben sie hier, genau. 52 Stück haben wir. Wir werden sie heute öffnen, denn man kann richtig, richtig coole Accessoires bekommen. Und eins davon ist ja dieser legendäre Rucksack, Erdbeerkuchen-Fledermaus-Drachen-Rucksack. Also der ist schon ziemlich, ziemlich stark. Es gibt ja hier die Standard-Chest für 105 Bucks und einmal die Regal-Chest. Wir haben 52 Stück davon. Ob wir alle öffnen, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir öffnen auf jeden Fall schon mal ein paar. Und ja, wir schauen mal, was wir kriegen. Liebesbrief, ungewöhnlich. Gut. Gut, muss jetzt nicht sein. Ja. Dann kriegen wir einen Orangenhut. Der Orangenhut ist auch schön. Oh. Oh, meine Katze miaut gerade wieder. Jetzt ist sie auf den Tisch gesprungen. Ihr müsst wissen, Freunde, Rusch ist richtig groß geworden. Rusch, komm mal her. Hier ist der Kleine. Schaut euch den kleinen Süßen mal an. Ja. Ja, Rusch. Ist groß geworden, ne? So, okay, wir machen weiter. Ein Orangenhut, den wollte ich gerade ausprobieren. Und zwar probieren wir den bei meinem Albino-Gorilla aus. Oh, das sieht schon cool aus. Guck mal, der hat jetzt so Orangen auf dem Kopf. Das sieht schon richtig, richtig cool aus, muss ich ehrlich gestehen. Also, ein paar Sachen aus der Kiste gefallen mir schon, oder aus den Kisten. So, Stahlkappenabsatz. Stahlkappenabsatz. Was ist das denn für ein Name? So, das Ganze will ich jetzt ausprobieren bei dem Pet. Und zwar nehmen wir mal den Axolotl. Der passt so perfekt dafür. Guck mal. Stahlkappenabsatz. Ich muss ehrlich sagen, die Schuhe sind richtig cool. Also, manche Accessoires sind richtig, richtig cool. Und Freunde, der Grund, warum ich das Video drehe, ist, glaube ich, ich habe zwei- oder dreimal schon von derselben Person gelesen, dass ich halt, ja, die Truhen öffnen soll. Und ganz ehrlich, Fischbeckenhut, den will ich auf jeden Fall haben. Raketenschiffhut haben wir noch, Krone der Natur. Also, boah, also ich glaube vier von fünf Legendary Items fehlen uns noch. Das heißt, heute probieren wir mal alle zu bekommen. So, Rabenhalsband ungewöhnlich. Na, das ist schlecht. Ah, ihr habt es da gerade gesehen. Warte, wo kann man das denn nochmal sehen? Da. Krakenhut, den haben wir schon, aber die anderen Hüte fehlen mir halt noch. Das heißt, das wird heute lustig. Beziehungsweise spannend. Ich weiß nicht, Freunde, öffnet ihr diese Kisten? Falls ja, schreibt mal in die Kommentare. Ja. Wie oft ihr das macht, wie viele ihr davon öffnet und welche ihr davon öffnet. Weil es gibt ja die für 300 und es gibt einmal die für 105 Bucks. Legendär 1,5 Erdbeerkuchen für den Fledermaus-Drachen-Rucksack ist die prozentige Chance 0,1 den zu ziehen. Und hier ist Erdbeer-Fledermaus-Kuchen die prozentige Chance 0,03. Aber dafür kann man hier weniger Legendary ziehen. Aber das macht doch irgendwie wenig Sinn, oder? Weil Erdbeerkuchen-Fledermaus-Drache ist doch ein Legendary-Item. Das heißt, den zu ziehen ist doch dann 1,5 und nicht 0,1%. Ach, ich sehe gerade, ups, 0,1%ige Chance ist ja mehr als 0,03. Oh, habe ich gerade mich verguckt. Ich dachte, da steht 0,01. Ja, aber warum ist das so? Also warum ist der Rucksack so selten zu ziehen? Das heißt, wenn wir den ziehen, können wir ja direkt draußen ein Trading-Video machen, weil, oh, das sieht richtig cool aus, Buschrucksack. Weil dann können wir ja direkt mal schauen, was wir dafür kriegen würden. So, wir geben den mal an unseren Kaktusfreund. Oh ja, sieht richtig cool aus. Ey, ganz ehrlich, diese Items, ich feiere die sowas von. Klar, ich habe jetzt den Kaktusrucksack zu viel gegeben, aber wir gucken jetzt mal weiter. Stilvolles Halstuch, selten. Also, ich muss schon sagen, also wir haben jetzt 10 Stück schon geöffnet und wir haben immer noch keinen Buchton. Oh, das ist ja so ein Pony, nennt man das Pony? Nee, Pony ist ja hier vorne. Quatsch, Claudia, was erzählst du? Wir gucken mal. Ja, sieht lustig aus. Also sieht auf jeden Fall lustig aus. So, wir gucken mal weiter. Das ist schon ein bisschen... Oh, nochmal dasselbe. Extrem selten ist das auch. Das ist schon wiederum ziemlich cool. Orangenhut. Orangenhut ist auch nicht schlecht. Sagt ihr eigentlich Orangen? Also es gibt ja manche, die sagen Orangen, oder sagt ihr Orangen? Also es gibt richtig viele Wörter, die man so und so aussprechen kann. Das ist richtig crazy. So, wir haben hier eine Brille, Kirschblütenbrille. Ah, die ist cool. Aber, ey, dass ich ein Legendary Item ziehe, ist ja mal richtig schwierig. Also ich habe bis jetzt nicht ein und ich habe gleich 20 Truhen geöffnet. Ey, das ist heftig. Freunde, noch 3 Stück, dann habe ich 20 Truhen geöffnet. Guck mal. Jetzt noch 2.
Jetzt noch einer. Das ist doch heftig, Freunde. Ganz ehrlich, das ist heftig. Guck mal, jetzt habe ich 20 Stück geöffnet. Ich habe nicht ein Legendary Item bekommen. Ungewöhnlicher wieder. Also ich verstehe es nicht. Hunde... Oh, ich habe mich gerade gefreut. Ich dachte gerade, das wäre der andere Rucksack. Aber das ist ja der Hunderucksack. Och, Mann. Das ist jetzt wiederum nicht so krass. Okay, TV-Kapuze ist okay. Ja, ey, wir ziehen das Halstuch die ganze Zeit. Das ist ein bisschen blöd. Orangenhut, ja. TV-Kapuze. Ey, ich öffne hier so schnell. So schnell kann man, glaube ich, gar nicht gucken, ne? Also das ist schon heftig. Ich komme noch 3 Stück, dann haben wir wieder 30 Stück geöffnet, Freunde. 30 Truhen. Und es ist ja nicht so, dass ich über eure Zeit verschwende und mehr rede, als dass ich muss. Sondern ich öffne einfach. Guck mal, jetzt noch eine. Und wir haben jetzt 30 Stück. Das ist unsere 30. Kiste. Ganz ehrlich, das ist jetzt Betrug. Ich habe ungefähr roundabout 15.000 Bucks ausgegeben. Nur damit ich... Oh, die sehen tatsächlich cool aus. Warte mal, wir geben das mal ein Fly-Pad. Welches Pad ist denn von uns Fly? Wir geben das mal hier. Guck mal, wir geben das mal den Drachen hier. Wobei, der Drache fliegt schon so cool. Das ist... Bei dem sieht das ja nicht so krass aus dann. Wir müssen das einem Pet geben, welches nicht... Warte mal, ich kann noch einstellen auf Flypads. Wir müssen das einem Pet geben, welches fliegen kann. Ich habe so wenige Flypads, aber wobei, das macht schon Sinn, weil ich gebe ja meine Pets nicht so oft Fly Potions. Ach so, ups. Ich dachte, es wäre... Ah doch, das sind noch die Flügel, oder? Nee, oder? Irre ich mich. Oh nee, das war ja... Oh, ich dachte, es wären die Flügel. Okay, nee. Das war ein Fail. Dann habe ich mich kurz blamiert. Auf jeden Fall 30 Stück haben wir schon geöffnet und wir haben immer noch kein Legendary. Immer noch nicht. Ey, das ist krass. Also hier ein Legendary Pet zu ziehen, ist ja mal unfassbar. Also wirklich, das ist heftig. Ich verstehe jetzt auch, warum die Person geschrieben hat, Claudia, öffne mal diese Truhen. Weil ich glaube, sie wollte mir einfach nur verdeutlichen, dass diese Truhen hier oder diese Kisten noch mehr Scam sind als die ja, Geschenke oder halt die Eggs. Weil 1,5%ige Chance, ein Legendary Item zu ziehen. Und es gibt 5 Stück und wir ziehen nicht einen einzigen, ne? Also das ist schon hart. Sehr hart, guck mal. Wir öffnen mal kurz eine Standard. Guck mal, wir öffnen jetzt nur einfach für den Test eine Standardkiste. Okay, ne. Ich dachte gerade, ich mache jetzt so den coolen Move und öffne jetzt einen und dann... Ey, guck mal. Ungewöhnlich Blumenohrhänger. Das gibt's doch nicht, Freunde. Das gibt's nicht. Buschrucksack. So, wir öffnen weiter. Augenklappe. Ich will mal jetzt aber sehen, wie die Augenklappe aussieht. Guck mal her. Wir probieren das mal bei unserem Ziegenbob. Ja, die Augenklappe sieht richtig süß aus. Ey, ich sag's immer wieder und ich wiederhole mich auch immer wieder. Diese Accessoires sind cool. Ey, ich habe gerade gemerkt, ich habe 40 Kisten geöffnet. 40. Freunde. Wir haben gleich 50 Kisten geöffnet. Guck mal, ich bin schon so schnell beim Wegmachen, weil ich einfach nichts ziehe. Himmelsflügel, extrem selten. Ich meine, die Flügel sehen cool. Warte, die Flügel sehen cool aus, oder? Sag mal. Nee, das waren gar nicht. Wo sind die Flügel? Hier, Himmelsflügel. Oh, die habe ich noch nicht. Was sind denn extrem selten? Freunde, jetzt mal bei allem Respekt. Also, Liebesbrief. Wir haben noch, wir müssen noch 3 Stück öffnen, dann haben wir 50 Truhen geöffnet. Noch 2 Stück. Ungewöhnlich. Noch einer. Stahlkappenabsatz, ungewöhnlich. Wir öffnen jetzt einfach mehr, wir öffnen jetzt einfach alle. Herzklappe und wir kommen jetzt zum letzten. Das waren dann 52 Kisten. Sternschnuppenbrille. Die ist zwar cool, aber bei allem Respekt, ne? Wir haben 52 Regal Chest. Wir haben 52 mal Regal Chest gekauft.
und haben nicht ein Legendary Pet bekommen. 15.000 Bucks sind einfach weg. Und wir haben nicht mal alle Items bekommen. Wir haben zum Beispiel die Wahrsager-Kapuze auch nicht bekommen. Also, Adopt-Me, das muss jetzt nicht sein. Also, bei allem Respekt so. Das muss jetzt wirklich nicht sein, dass man jetzt irgendwie bei den Truhen irgendwie nicht ein Legendary Item zieht. Das ist ein bisschen too much, finde ich persönlich. So, ich schnapp mir mal hier was. Ah, ich glaube, das habe ich hier schon. Dann nehme ich mal den hier, den finde ich cooler. Adopt-Me, das muss echt nicht sein. Also, da müsst ihr auf jeden Fall was ändern, weil ich wurde gerade gescammt. Und das von diesen Kisten. Ich dachte, wenigstens kriege ich hier coole Accessoires. Aber nee. Ich wurde gescammt. Naja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr dieses Experiment cool fandet mit 50 Kisten, dann schreibt mal in die Kommentare. Wollt ihr ein weiteres Video so sehen? Ansonsten würde ich sagen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.